ist das Level hier. So, und jetzt bin ich irgendwie auf dem Schlauch. Wer ist dieser Bildmaster? Wo kommt der her und welche Fraktion gehört der an? Welcher Masterbilder meinst du jetzt? Bildern? Bitte? Meinst du jetzt Bildern? Der Typ mit dem Bart. Prinzipiell unser neuer Verbündeter. An dieser Stelle hätte ich gern schon eine Kanone, die ich leider erst ein bisschen später krieg. Die Bertha ist nämlich für sowas leider ein bisschen ungeeignet, weil Skrits sind sehr, sehr bewegliche Ziele und um bewegliche Ziele zu treffen, hätte ich da ganz gern den Rocket Launcher. Da muss man immer mal wieder aufpassen. Theoretisch könnten sie mir den Wachturm sogar kaputt schießen, wäre mir fast egal. Keine mehr da. Da hinten kommen welche. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich treffe gerade recht gut. Oh, sie haben mir meinen Wachturm kaputt geschossen. Der Wachturm ist mir eigentlich in der Mission egal. Ich muss mich hier eh nicht bewegen. Das ist eine reine Defensivmission. Ja, ja. Ich muss hier einfach nur Stellung halten, bis mehr oder weniger alle Horden abgewehrt sind. Zieht seine Kreise. Ich warte nur immer drauf, dass der irgendwo bei irgendwas reincrasht. Das macht er nämlich ganz, ganz gern mal. Stirbsammler. Bin so froh, dass ich hier zwei Dreierkanonen stehen habe. Wertvoll. Kann ich vor allem nicht mehr aufbauen. Weil das ist, glaube ich, meine rote hier auf der Seite. Auf der anderen steht die blaue. Ja, das ist die blaue.
einfach viel zu schnell ist, dass man mit dem Bärzer da irgendwie großartig was machen könnte. Naja, ist typisch, das hast du ja eigentlich ganz getroffen. Ein Artefakt, oh. So haben sie kaputt geschossen. Aber das macht jetzt nicht wirklich was aus. Oh, aber meine rote Dreier haben sie kaputt geschossen. Das macht mir jetzt was aus. Okay, wir sind fertig hier. Mein Leuchtturm raucht. So. Was liegt da hinten jetzt alles rum? Ja. Also gut, schauen wir mal, dass wir uns in die Mitte positionieren. Hier, dass wir den Artefakt-Tresor zuerst aufnehmen. Dann schmeißen wir den mal ganz kurz weg. Okay. So viel hat schon mal funktioniert. Dann die rote Dreier, da will ich auch noch haben. Das heißt... das war ein Kampfzauber, den wollte ich jetzt nicht. Das war die Artefaktpresse, die wollte ich auch nicht. So, jetzt. Ach, mein Flugzeughangar ist auch kaputt. Und mein Bomber hat gerade gecrashed. Wozu haben wir so viele Rot-Dreier-Kanonen? Kraftwerk steht zum Glück ja noch. Okay, das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern. Moment, der Sammler ist unterwegs, oder? Oh, das ist gut, dass der gerade wiederkommt. Jetzt gibt es einen Energieschub. Ach, und einen Bomberhangar haben sie mir auch kaputt geschossen. Naja, krieg eh irgendwann noch einen blauen. Und so wichtig ist der jetzt gerade nicht. Direkt noch warten, bis ich wieder ein bisschen mehr Energie habe, damit ich das Ding komplett reparieren kann. So, jetzt ist es komplett repariert. Da oben sind ein paar Kampfzauber, wenn ich das richtig sehe. So, da können wir jetzt eh wieder was reinlagern. Kampfzauber bewahren wir dann auch mal da drin auf. So, mehr passt eh schon nicht mehr rein. So, Insel ist wieder mehr oder weniger komplett aufgebaut. Dann kann es ja weitergehen. Jo. Ich wundere jetzt eh, dass meine Bertha noch steht. Weil die schießen sie mir in dem Level auch ganz gern mal kaputt. Und das ist momentan die einzige Bertha, die ich noch habe. What? They've broken through? But we need more time. You must hold them off until we are ready. Here, use the portals. That way, you can get to the guns. Be careful of the airships. They can destroy islands. The line must be held. Good luck. So,
So, jetzt habe ich die Auswahl zwischen drei Kanonen, in die ich mich reinsetzen kann. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, welche ist, also probiere ich also erstmal die mittlere und schau mal, ob sie richtig ist. Ja, das ist die richtige. Das ist der Raketenwerfer. Ganze schon wesentlich einfacher treffen. Auch wenn es auch nicht so hundertprozentig einfach ist, damit zu zielen. Vor allem, wenn die komische Flugmanöver machen. Da fliegt mein Flugzeug. Hey, es kann wieder fliegen. Schauen wir mal, vielleicht funktioniert es ja so. Ja. Noch nicht. Ah, der hat getroffen. Raketen fliegen aber ab und zu nicht komisch. Die haben so eine automatische Zielerfassung, wenn sie irgendwo in der Nähe sind, aber selbst da treffen sie nicht immer. Das Ding ist halt aber trotzdem super, um bewegliche Ziele zu treffen. Das Spiel lässt mich gerade nachdenken. Mhm. Das Phänomen Gut und Böse. Ist man... Das, was für den einen gut ist, ist für den anderen böse. Also, wenn ich überlege, der Feind, den du vorher hattest, ist ja jetzt dein Freund. Jupp. Und den du die ganze Zeit... Beziehungsweise der dich die ganze Zeit unterstützt hat, hat sich ja als Feind entpuppt. Ist das so wieder so eine klischeehafte... so ein klischeehafter Geschichtsverlauf, aber er ist immer wieder effektiv. Yep. So einen klischeehaften Geschichtsverlauf gab es auch im vierten Teil von Advance Wars. Nur, dass man am Schluss dann nochmal einen ganz anderen Feind hatte. So langsam kriege ich wieder ein Gespür dafür, wo ich hinschießen muss, dass ich sie treffe mit dem Teil. Gut, dass das Ding auch Panzerung hat. Diese Kanone hier.
Ja. Irgendwas ist da gerade wieder gegen meinen Leuchtturm geflogen. Na, komm noch welche? Nee, das war's schon. Und das war schon die nächste Mission. Also das Enough! geht ja jetzt We have hopp more important things to do. eine Master Mission nach Builder der anderen. Welkin lives near here on her island. If Und sie haben mir schon anyone wieder can eine help us, Kanone she kaputt can. geschossen, sehe ich gerade. Someone has to get her to Eine the Dreier? Grey Market. Die blaue oder die rote? Beide. Oh. Blaue kann ich aber zum Glück jederzeit wieder aufbauen. Ja. Rote habe ich nur so viele, wie ich noch zur Ja, Verfügung wie du habe sie halt. noch hast, ne? Ach, die nächste Rose ist Eine. allerdings da drin. So. Eine rote 2 hätte ich zur Not auch noch. Dann ist die Insel zumindest schon mal wieder komplett. Jetzt muss ich sie nur mal ein bisschen reparieren, weil mein Leuchtturm schaut auch nicht mehr ganz so gesund aus. Nächste Frage: Geht's der Bertha noch gut? Ja, der geht's noch gut. Wachturm, habe ich den schon gecheckt? Der Rest scheint relativ unbeschadet davon gekommen zu sein. Ja, den hast du ja gerade erst wieder aufgebaut. Oder sowas. Da ist eine Insel. Wenn man die angeflogen. Wenn man hört, dass die angeflogen kommen, die Geschosse, kann man nur noch ausweichen. Ah, da ist die Brutstätte. Der kann jetzt. Nein, Wachturm haben sie schon wieder kaputt geschossen. Den mögen sie ja ganz besonders gern. Doch, deine Rote wird praktisch ziemlich arg. Nur meine Route. Die haben mir meinen Leuchtturm kaputt geschossen. Yay! Na gut. Wozu kann man das Level neu starten? Jetzt muss ich halt das ganze Zeug nochmal aufbauen. Bin nur gerade am Überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt, die ganzen roten Kanonen überhaupt aufzubauen, so schnell wie die mir das Zeug hier gerade wieder immer kaputt schießen. Was war das jetzt? Wieso fliegt das Ding rückwärts? Blödes Flugzeug.
Wo war denn das Ding nochmal? Oder spawnt das Ding erst, wenn ich irgendwo in der Nähe bin? Dann machen wir die Dinger schon mal kaputt. War der da nicht vorhin irgendwo? Ich sehe auch keine Scripts. Jetzt auch das komische Ding da sein. Es ist schon wieder eine Wespe in meinem Zimmer. Na super. Okay. Also entweder das Ding ist irgendwie kaputt gegangen oder es ist gerade nicht da. Die haben mir das Zeug echt schon wieder kaputt geschossen, oder? Ja. Bauen wir es halt dahin. Mir doch egal. Man merkt schon, dass sich das Ganze echt jetzt, sich jetzt so richtig dem Ende entgegen bewegt. Ah, jetzt ist es da. Weg mit dir. Weniger von den Teilen, desto besser. Und hinten ist auch eins. Ich lass mein Flugzeug mal selber machen. Lieber, dass dein Leuchtturm nicht gestört wird. Und die Bertha wird gerade angegriffen. Die können die Bertha sogar nicht schießen. Wow. Was war das? Da kam gerade das Warngeräusch von wegen, hey, dein Leuchtturm brennt. Level ist echt heftig. So habe ich es gar nicht in Erinnerung. We have more important. Ich habe es gar nicht so heftig in Erinnerung, dieses Level. Kann man mal wieder sehen. Ja, haben wir Zeit für eine kurze Aufnahmepause? Ja klar, Moment. Können wir machen. Aufnahme beende ich mal ganz kurz.